Gerd Schulze-Ronhoff ist Generalmajor der Bundeswehr im Ruhestand. Zuletzt war er Divisionskommandeur und militärischer Befehlshaber im Wehrbereich Niedersachsen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine historischen Bücher, die zuweilen auf große Resonanz stießen. Sein bekanntestes Werk ist wohl Der Krieg, der viele Väter hatte, in dem er die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs beleuchtete. Ich bin nun direkt mit Herrn Schulze-Ronhoff verbunden. Grüß Gott. Ja, guten Tag. Es geht um eine wichtige Frage und ich bin ganz froh, dass ich dazu mal Stellung nehmen darf. Herr Schulze-Ronhoff, der russische Einmarsch in die Ukraine wird gerne als völlig überraschende Aktion dargestellt, mit der niemand rechnen konnte. Ist das so? Eigentlich ist da überhaupt nichts überraschend gekommen. Das hat sich ja zusammengebraut seit 32 Jahren, seit der Wiedervereinigung. Ursprünglich stand am Anfang mal das amerikanische und das NATO-Versprechen, die NATO nicht nach Osten auszuweiten. Dann wurde sie aber doch ausgeweitet. Und als Putin Präsident wurde, hat er mehrfach, erstmals ganz deutlich, bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 gewarnt, nachdem bereits 10 osteuropäische Länder in die NATO aufgenommen waren, es nicht zu übertreiben und hat eine rote Linie genannt. Und hat gesagt, wenn jetzt weiter ehemalige Sowjetrepubliken in die NATO aufgenommen werden, dann werden wir das nicht akzeptieren. Und da hat er immer wieder gewarnt und man hat überhaupt nicht auf ihn gehört und sich einfach darüber hinweggesetzt, als hätten russische Sicherheitsinteressen keinen Wert. Und dann hat sich die Sache weiter hochgespielt und ganz wild ist das 2014 geworden, als es um die Frage ging, wird die Ukraine Mitglied in die Europäische Union oder nicht? Und auf diese Diskussion hat sich die NATO aufgesattelt und ganz schnell versucht, auch den Fuß in die Tür zu bekommen. Und dann kam der Maidan, dann kam der Krim-Anschluss, dann kam die Unabhängigkeitserklärung der zwei Oblaste Lugansk und Donetsk. Und dann wurde es im Winter vorigen Jahres auf einmal ganz hektisch. Da kamen Versprechen, die nicht hätten sein müssen. Der amerikanische Außenminister Blinken hat mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba eine Vereinbarung geschlossen über die amerikanisch-ukrainische strategische Zusammenarbeit. Einen Monat später hat der amerikanische Präsident Biden einen markanten Satz gesagt. Er hat versprochen, das amerikanische Sicherheitsversprechen an die Ukraine ist in Eisen gegossen. Das ist ein beinharter Satz gewesen. Und bei dem hat Zelensky sich sicher gefühlt. Und da hat er gedacht, er kann weiter pokern. Und dann kam das im Januar, der NATO-Generalsekretär die Ukraine eingeladen hat, am neuen Strategiepapier der NATO mitzuarbeiten. NATO-Agenda 2030. Das musste dem Putin doch vorkommen wie eine Zusage an die Ukraine 2030, seit er Mitglied der NATO. Und dann hat Putin noch zweimal mit Biden konferiert und seine Forderung klargemacht, dass es im russischen Sicherheitsinteresse liegt, dass die Amerikaner nicht an die russische Grenze vorrücken, denn die Amerikaner hatten sich schon mehrfach vorher nicht an Absprachen gehalten und hatten zum Beispiel Mittelstreckenraketen in Polen und Rumänien stationiert und nur wollten dann noch Atomraketen direkt vor der Tür haben. Und keiner hat ihn ernst genommen. Und da hat ihn der Westen sozusagen vor die Wahl zwischen Pest und Cholera gestellt. Und er konnte wählen, was er wollte. Jedes war ein Fehler. Er hätte entweder die amerikanische Hegemonie in Osteuropa akzeptieren müssen, das ging aus russischer Sicht nicht, oder er hätte zum Krieg greifen müssen. Er hat Letzteres gewählt. Eine furchtbare Wahl, aber vor die Wahl hat ihn der Westen gestellt. Hat nicht gerade Deutschland auch versprochen, dass es die NATO-Osterweiterung nicht vorantreiben wird? Ich finde, wir Deutsche sind da besonders engagiert. Denn die ganze Geschichte hat ja angefangen mit der Wiedervereinigung. Die
Absprache und die Zusage der Amerikaner und drei Monate später die Zusage des deutschen NATO-Generalsekretärs Wörner, dass die NATO sich nicht nach Osten ausweitet, ist ein Teil des Preises für die Wiedervereinigung gewesen. Der Preis ist nie bezahlt worden. Und ich finde, wir Deutschen sind da besonders in der Pflicht, die anderen NATO-Nationen nicht so. Wir sind der Gewinner dieser Absprache gewesen. Wir hätten die Pflicht gehabt, die anderen NATO-Staaten immer wieder daran zu erinnern, dass diese NATO-Osterweiterung nicht bis Ultimo fortgesetzt werden kann. Und wir haben das nicht getan. Stattdessen leugnet heute das Auswärtige Amt, das deutsche Außenministerium, dass es diese Absprache gegeben hat. Und die offizielle Begründung ist, es ist nicht schriftlich gemacht worden. Aber stellen Sie sich mal vor, die Russen hätten danach gesagt, den Abzug russischer Truppen aus Deutschland hatten wir auch nur mündlich zugesagt. Und jetzt halten wir uns nicht dran. Was würden wir da heute sagen? Kann man denn überhaupt davon sprechen, dass vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine dort überhaupt Frieden geherrscht hat? Nein, mit Sicherheit nicht. Wir haben ja von heute aus gerechnet 8 Jahre Bürgerkrieg in der Ukraine hinter uns. Vor 8 Jahren haben sich die zwei Oblaste Lugansk und Donetsk selbstständig erklärt. Diese zwei Separatisten-Oblaste haben damals runde 34.000, 35.000 Kämpfer auf die Beine gestellt. Und die ukrainische Armee ist dagegen mit etwa 1.000 Soldaten angerückt. Das war schon ein Kampf David gegen Goliath. Und dieser Kampf muss sehr erbittert gewesen sein. Und was mich heute wundert ist, dass wir jetzt dauernd diese furchtbaren Bilder aus der Ukraine sehen, mit Flüchtlingen, mit Getöteten, mit Trümmerhäusern. Das Gleiche hat sich doch seit 8 Jahren in den zwei ostukrainischen Oblasten zugetragen. Darüber hören wir nichts, darüber berichten die Medien nicht. Heute kriegen wir jeden Tag ein Spezial im Fernsehen. Und damals hat keiner berichtet. Das hat niemanden gestört. Mich stört das schon, dass so ungleich berichtet wird und dass wir Berichterstattung über den Krieg ausschließlich aus ukrainischer Sicht sehen. Herr Schulze-Ronhoff, in den westlichen Medien wird es schon seit dem zweiten Tag so dargestellt, als ob der russische Feldzug ein Reinfall wäre und die Russen nicht vorwärts kämen. Halten Sie das für eine realistische Einschätzung? Ich kann das nicht beurteilen und niemand kann das beurteilen. Ich habe in mehreren Heeresübungen, Bundeswehr West, das ist Division gegen Division, als Oberschiedsrichter erlebt, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen der Seiten sind. Und sie können keiner einseitigen Schilderung glauben. Das ist das eine. Das andere ist Erfahrung aus Kriegen. Während des Polenfeldzuges haben, als die polnische Armee längst auf dem Rückzug war, die französischen und die polnischen Berichterstatter immer noch von polnischen Siegen gesprochen und von gewonnenen Schlachten gesprochen. Das gehört einfach mit zur Kriegspropaganda, um den eigenen Truppen Mut zu machen. Also was da wirklich dran ist, das kann man vielleicht am Ende des Krieges beurteilen. Jetzt aber nicht. Mehrere westliche Staaten haben öffentlich angekündigt, dass sie ihren Staatsbürgern erlauben, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Manche vermuten jetzt, dass das eine Tarnaktion wäre für den Einsatz von Spezialeinheiten und Söldnern. Was sagen Sie dazu? Ich habe, als der Krieg anfing, Zeitungsnotizen gesammelt, mir selbst Notizen nach Fernseh- und Nachrichtendiensten gemacht. Und da habe ich jetzt so vor 6, 7 Jahren auf Zetteln gefunden, dass damals in den Nachrichten berichtet wurde, dass die Militärfirmen Greystone und Academy Soldaten in die Ukraine schicken. Das sind ja Söldner. Also auf der einen Seite hat es mit Sicherheit diese Söldner gegeben, auf der anderen Seite haben sie ja auch Russen in den zwei abtrünnigen Oblasten gekämpft. Also Söldner
sind da immer gewesen. Auch haben die Amerikaner von Anfang an Militärberater dahin geschickt. Ob diese Militärberater zu diesen Söldnerfirmen gehört haben oder ob das reguläre Soldaten waren, weiß ich nicht. Herr Schulze-Ronow, von Anfang an haben die Ukrainer Zivilisten bewaffnet und zum Guerillakrieg aufgerufen. Ist das sinnvoll? Ist das überhaupt zulässig? Und welche Strategie steckt dahinter? Naja, Selenskyj hat seiner Nation und seinen Bürgern damit einen Bärendienst geleistet. Die Hagerlandskriegsordnung und die Genfer Konvention schützen ja zivile Bürger und unverteidigte Städte. In dem Moment, wo sie die Bürger bewaffnen und in dem Moment, wo sie die Städte verteidigen, wird darum gekämpft. Die Bürger, die mitkämpfen, sind Kombattanten und sie genießen dann nur noch den Schutz, wenn sie verwundet sind oder kriegsgefangen werden. Ansonsten werden sie bekämpft. Mit dem Aufruf an die Bevölkerung, sich zu bewaffnen, Molotow-Cocktails zu bauen, jede Häuserzeile zu verteidigen, hat er diesen Schutz aufgehoben. Und seitdem darf sich die Ukraine nicht wundern, dass ihre Städte platt gemacht werden. Das ist im Krieg so und das ist furchtbar und das ist traurig. Und das sollte man als Staatschef nicht selbst verursachen. Man hat bei der derzeitigen durch die Mainstream-Medien befeuerten Kriegsbegeisterung des Westens den Eindruck, dass man regelrecht versucht, ganz Europa in diesen Krieg hineinzuziehen. Für wie wahrscheinlich halten Sie so eine Eskalation? Eine verbale Eskalation hat ja schon dadurch stattgefunden, dass Selenskyj dummerweise am 19. Januar diesen Jahres oder 19. Februar diesen Jahres bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwähnt hat, dass er erwägt, die Ukraine wieder zum Atomwaffenstaat zu machen. Daraufhin hat Putin ein paar Tage später gesagt, er wolle die Alarmbereitschaft der Abschreckungswaffen, das sind ja Atomwaffen, erhöhen. Schon, dass zwei Staatsmänner nacheinander das erwähnen, ist doch eine Eskalation. Dazu wird es aber nicht kommen. Aber was versucht wird, vor allem von ukrainischer Seite, ist die NATO mit ins Spiel zu bringen. Die Ukraine versucht immer wieder mit Appellen und Aufforderungen und zum Teil unverschämten Forderungen des ukrainischen Botschafters in Berlin, die NATO zum Mitmachen zu bewegen. Das würde dann ja bedeuten, dass erstens wir mitmachen, dass zweitens die große Konfrontation Russen-Amerikaner stattfinden. Daran kann niemand gelegen sein. Es gibt da Vorreiter, die versuchen, das zu befördern. Die Polen zum Beispiel mit ihrem Vorschlag, dass sie ihre 28 alten MiG-29, jetzt 40 Jahre alte Flugzeuge, über einen Transport über Deutschland durch die Amerikaner an die Ukrainer liefern lassen wollen. Mit diesem Vorschlag würden erstens die Amerikaner mit reingezogen, zweitens die Deutschen, weil das vom deutschen Boden aus geschieht. Gott sei Dank sind alle Stimmen in der NATO, UNO, abgesehen von den Polen, der Auffassung, dass das nicht geht und lehnen das ab. Also es wird immer wieder versucht, aber die NATO ist bisher sehr klug und lässt die Finger von der Ukraine sein. Welche Alternative hätte Putin gehabt, die Ukraine-Krise anders als durch Krieg zu lösen? Putin hätte klein beigeben können. Das konnte er sich als Staatschef eines großen Landes aber nicht leisten. Er stand wirklich in einer Zwickmühle. Er hat immer wieder mit diplomatischen Mitteln versucht, die Sache zu entschärfen. Die Möglichkeit war, dass die Ukraine neutralisiert wird. Ein Staat, der weder zur NATO noch in den militärischen Bereich Russlands gehört. Die Ukrainer haben zwar das Recht, sich zu wünschen, dass sie in die NATO kommen, aber die NATO hat das Recht und jeder Staat der NATO hat die Möglichkeit zu sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Und man hätte über den Kopf der Ukraine hinweg die Ukraine
durchaus zum neutralen Staat erklären können, so wie man das früher mit Finnland gemacht hat, mit Belgien gemacht hat, mit der Schweiz gemacht hat, mit Österreich gemacht hat. Und überall dort hat es anschließend Ruhe gegeben. Also das wäre die Möglichkeit gewesen, aber da hätte der Westen nachgeben müssen. Putin stand in einer saublöden Lage, in die ihn der Westen gebracht hat. Herr Schulze-Ronhoff, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute nach Deutschland. Dankeschön.